Stanimir wurde von den Wachen der Sevastopolskaja abgeführt. Die anderen beiden durften ziehen und sind jetzt in einem Kampf mit Spinnenmonstern geraten. Stanimir ist gefesselt aufgewacht und der Stationsführer der Sevastopolskaja hat ihm eine Watschen gegeben. Wir setzen auch wieder genau diesen Punkt an. Jo, Stanimir hat gesagt, hätte härtere gegeben, aber... Ah, du Wasser, ich weiß genau, was du getan hast. Ich weiß genau, was du getan hast. Du hast nämlich vor mein Büro geschissen. Nee, das war ich nicht. Oh doch, das waren die anderen beiden bestimmt nicht. Nach dem Scheiß, was du bei uns in der Krankenstation abgezogen hast, bin ich mir sicher, dass du das warst. Kannst du es mir nochmal erzählen? Ich hab's vergessen. Du denkst einfach, oh mein Gott, du bist so ein richtiger Wasser. Du hast da fast eine Epidemie angezettelt hier. Du hast der armen Krankenschwester... Er gibt dir nochmal eine mit. Er rutscht ein bisschen aus, ist gar nicht so stark, der Schlag. Okay. Siehst du, was da auf dem Teller steht? Siehst du es? Nee, kann ich nicht sehen. Da steht ein Teller auf dem Tisch, etwas nebenan. Jungs, die Jungs nehmen dich und ziehen deinen Stuhl, schieben ihn vor diesen Tisch. Neben dem Teller liegt eine Gabel. Und auf dem Teller liegt Scheiße. Tja, ich geb dir mal was von deiner eigenen Medizin, du Bastard. So, du isst jetzt diesen Haufen Scheiße und dann schmeißen wir dich von der Station. Kleine Nebeninformation, ich sitze hier vor meinem eigenen Teller mit einer Gabel und Löffel Nudeln. Stell dir einfach vor, kannst dir deine Facecam, gibt's da nachher, ich mach da mit After Effects eine Scheiße draus. Okay, auf jeden Fall, deine Arme sind ja immer noch am Stuhl gefesselt. So einen schönen Schokopudding. So, du isst diesen Haufen Scheiße, musst nicht alles essen. 3-4 Gabeln reichen schon. Und dann schmeißen wir dich von der Station. Ansonsten bleibst du hier. Und bleibst einfach so lange in dieser Zelle, bis du diesen Haufen Scheiße ganz aufgegessen hast. Kannst du mir da mal die Hände losmachen? Jungs, so ein Großer nimmt so ein Einhandmesser, zieht das, macht das so richtig stylisch auf und schneidet die eine Fessel von deiner rechten Hand, wo auch auf der rechten Seite die Gabel liegt, los. Gehen so ein bisschen auf Sicherheitsabstand, ihr zieht das Messer zusammen. So, wieder. Klappt das wieder ein. Gut. Los. Wie viele Leute sind in dem Raum? 2 Wachen mit Pistolen. Also die haben welche in Holstern. Und der Stationsführer. Aber da siehst du nicht, ob er Waffen ist. Du hast gesagt, dass sie mir die Waffen abgenommen haben. Es tut mir leid, das ist... War nicht selbstverständlich. Da hast du recht. Aber sie haben dir natürlich die Waffen abgenommen. Außer du wärst Schmuggler, dann hättest du jetzt noch einen Gegenstand. Und das steht in einem Rucksack nebenan. Du brauchst jetzt nicht alles rausschreiben, weil wenn du die Scheiße isst, bekommst du es wieder. Logischerweise. Also, du hast jetzt diese Gabel. Wenn du möchtest, darfst du mit dieser Gabel sogar Aktionen vollführen. Ja, ich überlege gerade, was ich am taktisch klügsten mache. Er befreit sich, tötet die halbe Sevastopolska, ja, und dann gibt's einen Bosskampf mit Hunter. Genau so steht das hier drin. Scheiße fressen ist jetzt nicht so, was ich jeden Tag tue. Überleg doch mal, da kann eine Epidemie ausbrechen, wenn ich mich hier anstecke. Jungs, einer der Typen packt dein Handgelenk und packt dich hinten am Schopf und drückt dich so ganz nah an die Scheiße ran, so dass du es noch nicht berührst. Aber schon nah dran bist. Na guck mal, Chevy, weißt du, ich hab da ein bisschen Probleme mit. Also das ist jetzt Zeug, das kommt nicht in den Mund rein. Wäre es okay, wenn ich sie mir wieder hinten in meinen Arsch schiebe und damit rausgetreten werde? Es wäre ein Angebot, da könnte ich zumindest mit leben. Wir können es ja gerne so machen. Wir schieben dir diese Scheiße mit dem scharfen Ende der Gabel in den Arsch. Ich schaue die Gabel an und schaue, wie stumpf sie ist. Und also das ist so eine normale durchschnittliche Gabel. Sie ist jetzt nicht überdurchschnittlich spitz, aber spitz wie so eine normale Gabel. Also wenn du da piekst, ein bisschen fest, tut schon weh. Kannst du halt auf definitiv Wunden reißen. Also Kollege, ich schieb's mir selber rein, von mir aus auch mit der Gabel mit dem scharfen Ende voran und dann bin ich hier raus. Siehst du das überhaupt? Sollen wir dir einen Spiegel holen? Du kannst es auch filmen, wenn es dir Spaß macht.
Also ich weiß ja nicht, ob du das schaffst. Tatsächlich will ich eine Prüfung würfeln, weil man kann sich. Geht es so einfach, sich. Könntest du das mal mit deinen Nudeln ausprobieren? Ich denke, weißt du, wo dein Arschloch ist? Also ich bin mir nicht sicher, ob es dann mir so zielsicher ist mit einer Gabel. Also, okay. Ja, also wir holen dir ein Spiegel und dann darfst du das machen. Und dann schauen wir mal. So, er gibt einem der beiden Großen ein größeres Zeichen, dass er kurz rausgehen soll. Dein Rucksack steht übrigens da neben der Tür. Da ist auch noch alles drin und was. Also, sieht so aus, als wäre alles drin. Und, ja. Und der andere nimmt schon mal wieder sein Messer und schneidet auch deine andere Hand los. Gut, und, sind meine gut. Beine an dem Stuhl befestigt? Nein, deine Beine sind frei. Kurz und gesagt, ich bin jetzt gerade frei. Wenn du aufstehen wolltest und eine Aktion machen wolltest, bist du frei. Wie weit sind die beiden von mir? Der Typ macht gerade so sein Messer zusammen, ist so ein bisschen abgelenkt, steht quasi in Kampfreichweite. Und der Stationsvorseher? Der steht ein bisschen neben der Tür, quasi an deinem Zeug. Riskier's! Bitte! Bitte! Also sein Messer hat er jetzt wieder zusammengeklappt und sieht wieder wachbereit aus. Ich ramm dem Typen die Gabel ins Auge und schnapp mir seine Pistole. Wie viel hast du bei Stichwaffen? Stichwaffen? Es ist doch ein stumpfes Messer, das ist doch eine Schlagwaffe. Stichwaffen 0, Schnittwaffen 0. Das ist eine Gabel, also ich würde sagen, das ist wirklich eine Stichwaffe. Ja. Wenn es irgendwas ist, dann eine Stichwaffe. Ja gut, wie gesagt, ich... Aber hey, du kannst doch eine 20 würfeln. Okay. Was? Also, okay, es ist ein kritischer Angriff, weil es aus der Überraschung passiert. Das bedeutet, wird schon mal verdoppelt, wenn du überhaupt triffst. Gut, dann würfeln wir mal. Okay. So, dann schauen wir mal, was dabei rauskommt. Oh Mann. Gut. Eins. Oh, Scheißdreck. Okay. Eins. Warte, ich habe jetzt erstmal mache ich gerade seine Verteidigung von dem Typen. Gut. Du hattest Stichwaffen 0. Ja. Dann würfel ich jetzt eine 16. Du versuchst das Ding nach ihm zu stechen, er blockt es aber mit seiner Hand ab, packt dich am Kragen und schmeißt dich vom Stuhl runter. So ein bisschen, schon Gelenk, also na, schon ziemlich cool. Aber er zieht noch nicht seine Pistole. Und der Stationsführer Leppe lächelt im Scheißen. Kannst gerne weiterkämpfen, du hast die Gabel noch in der Hand. Er hat eine 19 gewürfelt, sorry. Ich habe ihm sogar extra einen niedrigen Wert gegeben, aber er hat nur 19 gewürfelt. Ist ja okay. Man kann es ja versuchen. Bring schon den scheiß Spiegel. Okay. Ach, schade. Oh Mann! Langweilig. Sorry, aber ich hätte jetzt erwartet, dass du nochmal versuchst zuzustechen. Ach, okay, gut. Der Typ verfrachtet dich jetzt. Er geht jetzt wieder ganz nah zu dir hin. Du siehst, er hat das Holster seiner Pistole, wo der Verschluss ist, das ist offen. Und jetzt packt er dich wieder am Kragen und will dich wieder auf den Stuhl zerren. Ja, ich lasse es zu, ich mach da jetzt nicht. Oh Mann! Du willst es provozieren, ich weiß, aber es gibt eine ganz einfache Regel, die sagst du in deinem Kopf. Wenn dich einer einmal einen Ochsen nennt, dann hau ihm einen in die Fresse. Wenn dich jemand zweimal einen Ochsen nennt, dann schneid ihm ein Ohr ab, und wenn dich jemand dreimal einen Ochsen nennt, dann solltest du ja anfangen, nach einem Kuhstall umzusehen. Das ist ein Argument. Okay, gut. So. Der Typ mit dem Spiegel kommt wieder rein und stellt den Spiegel auf den Tisch. So geradeaus. Also, dass du das halt sehen kannst. So, fang an. Die beiden Typen stellen sich so auf und der Stationsführer, Isotomin, erinnerst dich aber nicht an seinen Namen, schaut dem ganzen Spektakel so ein bisschen zu. So, beschreib. Fang an. Ich ziehe mir die Hose auf, setze mich auf meinen Rücken
spreizt die Backen in die Luft und fängt an, mir die Scheiße in meinen Arsch noch zu saugen. Leute, stellt es euch bildlich vor. An die Zuschauer, stellt es euch bildlich vor. Gut, nein, tut das nicht, das ist besser für euch. Vielleicht. Wer sich das bildlich vorstellt, bekommt locker 3W6 auf geistige Gesundheit. Das ist nämlich genau die Summe, die Stanimir jetzt bekommt, weil das einfach erniedrigend, böse und sonst irgendwas ist. Und naja, dann schauen wir mal. 6, 6, 1, 13. 13 Punkte geistigen Schaden. Okay, du schaufelst dir auf jeden Fall die Scheiße rein. Also Tommy sagt so bei der Hälfte, sagt er, okay, reicht. Ich hoffe, du hast deine Lektion gelernt. Denk dich nicht mit der Sevastopolsia an. Und jetzt verpiss dich. Jetzt kann ich wenigstens meinen Geigerzähler mal auf dem Rückweg aufheben? Den haben die anderen mitgenommen. Aber das weiß keiner. Das sage ich dir jetzt nur so. gut. Ja, dann schnappe ich mein Zeug und verschwinde. Ja, ziehst du dir die Hose auch wieder hoch? Ich überleg's mir gerade. Wieso Tommy kommt nochmal so hinten an dich ran und tritt dir nochmal in den Hintern, als du gerade aus der Tür rausgehst? Ja, ich zieh mir die Hose hoch. Bam! Tritt dir in den Hintern. So, die hängt dann auch ein bisschen scheiße raus. Also, es ist schon widerlich. Es fühlt sich nicht gut an, wie das da ist. Es ist einfach sehr unangenehm für dich. Okay, du verlässt die Station. Das Ganze hat jetzt nicht lange gedauert. Direkt nachdem ich hinter dem Kontrollposten bin, scheiße ich das ganze Zeug wieder aus. Warte, in welche Richtung willst du eigentlich gehen? Zurück? Ja, da den Jungs hinterher, ich meine. Okay, den Jungs hinterher. Ich meine, du kannst ja auch sagen, nee, ich habe jetzt keinen Bock mehr, ich gehe nach Hause. Scheiß Wichser, ey. So viel geistiger Schaden war das jetzt auch wieder nicht. Ich hätte dich besser mehr erniedrigen sollen. Das hier ist schon. Du hast nicht genug gelernt. Okay. Gut. Oh Mann, hätte mich gefreut, wenn der Typ mal so 6 oder so gewürfelt hätte. Dann hättest du mit dem Gabel ins Auge gerannt. Dann ewige Schießerei mit Hunter als Endgegner. Mann! Hätte ich doch mal die Würfel betrogen. Er wäre wahrscheinlich an dem ersten anderen mit Knarre gestorben. Naja, mein Ziel war es, die Knarre zu nehmen, dann mein Einschüchternwerk nutzen, um den Stationsführer in meine Gewalt zu bringen und mit ihm als Geisel zu schaffen. Ich glaube nicht, dass das bei dem geklappt hätte. Ja, ich hab das hätte ich nicht sagen können. Das wäre ja alles Entscheidung. Gut, nach dem Stationsposten. Spätestens Hunter hätte dich getötet. Mit einer Wimper, die ihm aufgefallen ist. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Vielleicht hätte Hunter besiegt, das weiß keiner. Auf jeden Fall scheißt du den Scheiß wieder aus und versuchst deinen Arsch so gut wie möglich sauber zu machen. Hast du irgendwelche Gegenstände, die dabei helfen? Habe ich noch die Gabel? Die hast du. Ich kratze noch mit der Gabel den Arsch sauber. Ich weiß nicht, ob das so angenehm ist. Ich lasse das mal offen stehen. Apropos, was ich vergessen habe zu erwähnen. Die Gabel hat natürlich spitzes Ende. Hast du sie ein bisschen am Anus verletzt? Ein Punkt Schaden. Hab jetzt gerade ein W6 gewürfelt. Weißt du, wo ich den Platz für die Gabel habe? Du kannst es ins Oberteil tun. Die ist klein. Da ich habe sie aber im Unterteil. Darfst du aber trotzdem gerne ins Oberteil tun. Du hast übrigens all dein Equipment, außer dem Dosimeter. Ich erwähne es nur. Weil das könnte jetzt kompliziert werden. Du, Strahlenkrankheit. Strahlenparty. Gut, also du bist jetzt so ein bisschen hinter dem Dingen, hinter dem Kontrollposten. Und ja, sag an. Du, ich habe keine Wahl, ich renne da jetzt den Jungs hinterher zur nächsten Station. Wie bist du ausgerüstet, strahlenschutztechnisch? Schutzanzug, Gasmaske mit Filter. Siehst du gleich alles an, oder? Ja, mach ich mal. Okay, gut. Nach einer Weile, auch nachdem du an der Waschowskaja vorbeikommst, da war es sehr zugig, war alles verrostet, verschimmelt, das haben die anderen schon gesehen, da gab es auf jeden Fall nichts. Kommst du zu einer Abzweigung, da führt einmal ein Tunnel rechts ab, ein Seitentunnel, und auch einmal noch ein Tunnel, der geht weiter, offenbar zu anderen Stationen. So, und ich darf mir jetzt aussuchen, welchen ich nehme? Ja. Aber Jungs, verrat ihm bitte nicht, wo ihr lang gegangen seid. Nee, das ist verständlich. Gut,
Kann man irgendwo Windzug erkennen an einem dieser Tunnelenden oder kann man das irgendwie überprüfen? Kann ich dann irgendwie Staub in die Luft werfen oder sowas? Machen wir mal eine Prüfung auf Spuren lesen. Oder Wahrnehmung oder irgendwie so. Ja, Spuren lesen gibt's als Wert. Aber der ist neu, ich glaube, da hast du gar nichts. Ich habe den Wert noch gar nicht in meiner Tabelle, ne. Ah ja, okay, dann dann sagen wir mal, werfen wir bei dir auf Durchsuchen. Einfach mal. Vielleicht finden wir was raus. Was hast du bei Durchsuchen? Null. Super. Durchsuchen, Wahrnehmung, Intelligenz. Obwohl, Moment mal, das hat sich ja eh geändert. Sag mir trotzdem mal deine Wahrnehmung und... Ne, warte, Wahrnehmung und Initiative, oder? Warte, lass mich... Ich hab da ein Blatt. Durchsuchen, durchsuchen. Ja, Wahrnehmung und Ini. Initiative sind 3 und Wahrnehmung, wenn ich es richtig gemacht habe, 10. Echt? So wenig? So wenig? Ja, hattest du 1, gell? Okay, gut. Hast du einen Gegenstand, der dir bei diesem Spurenlesen helfen könnte? Weil wenn nicht... Taschenlampe, Jagdmesser. Ja, das stimmt, er hat auch eine Taschenlampe. Sein Glück, sonst wär's jetzt aufgeschmissen. Habe ich ganz vergessen, drüber nachzudenken. Auf jeden Fall, ja, sagen wir, ich gebe dir +1 wegen der Taschenlampe. Weil dann hast du wenigstens eine Chance, es zu schaffen. Aber du verkackst die Prüfung und siehst also nicht, wo sie herkommen. Du kannst es einfach nicht beurteilen. Kann ich irgendwie sehen, ob da Fußabdrücke sind? Nein, nein, du hast ja jetzt eben gerade das geprüft und du kannst es einfach nicht beurteilen. Du schaffst es einfach nicht, einzuschätzen, wo die lang sind. Ja, ich will ja nicht wissen, wo sie lang sind. Also als erstes wollte ich wissen, aus welchem der Tunnel Windzüge sind. Gibt es da irgendwie Windzug oder sonst was? Nur also, hinter dir von der Waschowskaja, ja, weil da die Tore offen standen. Aber genau, kein Windzug im Tunnel. Also da kommt nichts aus beiden Tunneln raus, gut. Also jetzt nichts Messbares, du hast ja sowieso den Strahlenschutzanzug an. Jo. Ja. Und die Gasmaske, also... Rechts oder links? Ja, Wirf dadurch, eine Patrone. Dadurch, dass du das überhaupt erwähnt hast, gehe ich durch den Seitentunnel. Den rechten? Durch den Seitentunnel. Also ja, ja, den also den ich erwähnt habe. Okay. Du gehst durch den Seitentunnel. Nach so ein paar Metern fällt dir so auf, ja, da sind so ein paar Spinnenweben. Scheinen da rumzuweben. So, gehst wieder so ein bisschen weiter. Und da stößt du auf eine Spinne! Eine einzige Spinne. So größer als man denkt, so normale Spinnen. Aber ähnlich der Spinnenmonster von Metro Last Light. Ich hab Last Light nie gespielt. Diese Spinne sieht auf jeden Fall sehr aggressiv aus. Ist so ungefähr 10 Meter entfernt und macht so einen kleinen Sprint in deine Richtung. Also legt los. Was ist deine Initiative? Hattest du es noch gerade? Ja, ich hatte es gerade. Das war 3, gell? Ja gut, dann ist die Spinne auf jeden Fall als erstes bei dir. Und greift dich auch gleich an. Oh Mann, ihr habt echt nur Glück mit den Spinnen. Du weichst dem Spinnenangriff filigran aus. Nun, die Spinne befindet sich direkt vor dir und du bist dran. Ja, ich schnapp mir mein Jagdmesser aus dem Unterteil. Also ich schmeiß die Mosin hin, weil Nahkampf. Okay, das ist aber eine Aktion. Sorry, ja. Das verbraucht einfach. Ja, kann ich direkt aus dem Unterteil ziehen und angreifen oder kann ich nur mein Jagdmesser ziehen? Nee, du kannst die ziehen, aber dann nur einmal angreifen. Ja, dann wäre das die Idee. Okay, greifst das Jagdmesser. Was hast du bei Stichwaffen? Hatten wir doch vorhin schon. Immer noch nur. Ich frag trotzdem, nur damit die werten Zuschauer wissen, er greift mit einer Stichwaffe an. Und er hat 0 Punkte. Okay, dann würfeln wir mal. Erstmal ein Angriff, gar nicht mal so schlecht. Die Verteidigung von dem Vieh ist aber höher. Das Vieh weicht deinem Messerstich aus, geht einen Schritt zur Seite und versucht nochmal dich zu beißen. Dein Verteidigungswurf. Das Vieh beißt dich einmal und du kriegst 8 Schadenspunkte. Du hast außerdem jetzt noch so auf der Höhe des Beins so ein kleines Leck im Anzug, das ist durchgegangen. Der Biss. Blut ist nicht oder so, aber auf jeden Fall tut sehr weh. 8 Schadenspunkte eben und der Anzug ist jetzt ein bisschen Mitleidenschaft gezogen. Komm. Nicht allzu sehr, aber. Okay, merkbar. So, du bist wieder dran. Ja, nochmal. Das Ding muss sterben.
Du hast aber echt kein Glück irgendwie. Also jetzt Anfang 20 auf Ausweichen und jetzt 3. Und das ist höher schon als die Beweglichkeit. Erster trifft nicht, nächster. Du, wann? Was hast du? Nochmal. Ich kann nicht sagen, weglaufen, andere Waffe wählen, könntest du immer noch machen. Ich sag's nur. Ja, aber die eine Waffe ist in meinem Rucksack und die andere ist für kurze Entfernung gleich schon wieder minus 1. Und ich habe wieder 0 auf die Schusswaffen, also von daher. Deine Sache, okay. Auf jeden Fall weicht sie beiden Angriffen von dir aus. Und sie versucht auch nochmal was. Sie will auch dich nochmal beißen. Ah, warte. Und du kannst wieder nicht ausweichen. Warte, 5 wird... Oh, scheiße. Der ist sogar kritisch. Die Spinne beißt dich kritisch und macht dir 16 Schadenspunkte, was eine leichte Blutung hervorruft. Ja, Also schreibt ihr bei Status leichte Blutung oder LT-Blutung? Nee, ich habe nur noch 5 Trefferpunkte, dementsprechend bin ich bewegungsunfähig und K.O., oder? Du gehst zu Boden durch den Biss der Spinne in deinen Oberschenkel, sie verbeißt sich drin, versuchst sie noch abzuschütteln, aber sie verbeißt dich nicht und dir wird schwarz vor den Augen und du sackst zusammen in dem Anzug und du hörst nur noch das eklige Krabbeln der Beine über deinem Oberkörper.